Oh, es scheint jetzt doch endlich mal zu funktionieren. Hurra und so. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen technische Schwierigkeiten. Dann würde ich fast mal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Demon's Souls, ja. Dark Souls 1. Und ich hoffe, es läuft alles flüssig. Müsste es eigentlich. Nur noch einen Augenblick kurz, ich muss da schauen, dass alles geht. Also laut. Okay, Ton und so haben wir auch alles. Das wäre schön. Okay. Ja, wie gesagt, heute hat jetzt Twitch gerade ein bisschen Zicken gemacht. Ihr habt es ja gerade mitbekommen. Und dann werde ich mal weitermachen. Genau. Genau. Wir sind ja also wieder im Wald. Und jetzt geht's wieder zurück in die Untotenburg. Genau. Und bei euch alle so im Chat, hattet ihr alle einen recht schönen Sonntag? Einen recht schönen Sonntag! Wow. Ja, wie gesagt, ich habe bei den Einstellungen erstmal ein bisschen was verändert. Ja, moin, Marc. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr alles ganz so pixelig und vergrieselt und so. Gestern bei den Einstellungen, zumindest bei den Tests, da hat am Ende alles wunderbar funktioniert. Jetzt gerade eben hat es allerdings ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Twitch hatte ein bisschen Bauchweh, würde ich mal sagen. Oh du hässlicher. Oh. Ich glaube, ich habe mich dann bei einer höheren Macht angelegt, die ich besser nicht herausgefordert hätte. Autsch. Autsch. Wisst ihr was? Autsch, da sind wir tot. Da sind wir tot. Ja. Ich hätte eigentlich. Moin, Nara. Ja, ich habe mir es auch gerade gehört. Es hat sich Twitch erbarmt und ich darf streamen. Ne, ohne Scheiß, ich habe sogar einen Screenshot gemacht für euch. Den werde ich dann mal später hochladen auf Twitter und Facebook. Wo ihr seht, dass es mir eindeutig angezeigt hat, wir sind live. Aber ich habe es auf dem Tablet auch noch nebenbei laufen und da war tatsächlich nichts. Das ist schon. Ja. YouTube und so, ne? YouTube, Twitch and stuff, meine ich. Ich bin heute noch ganz durch, weil wegen YouTube und so. Da macht man ein Infovideo und da hat man schon 100 Likes. Also, ich muss da jetzt nochmal gerade rücken. Das war nicht wegen mir, sondern ich wollte eigentlich allgemein für alle kleineren YouTuber mal sprechen, weil es ist halt so momentan. Es ist alles nur noch eine Selbstverständlichkeit und das ist halt ein bisschen schade. Es ist schön, dass ich da jetzt schon über 100 Likes auf das Infovideo habe, aber eigentlich war es gar nicht so gemeint, dass ich jetzt zwingend auf alles hier ein Like Milliarden Mal haben muss. Also es ist schon okay, aber
Ja, ich bin da gerade auch ein bisschen selbst so, ne? Also, ja, ne? Also, genau. Ich halte ja mein Maul. Ne, was ich halt im Kern sagen wollte, ist, viele Leute, die wollen halt immer was sehen. Und andere Kanäle, kleinere, selbst größere wie ich. Wusstet ihr eigentlich, dass wir mal einen Walkthrough-Kanal für Demon's Souls, Dark Souls und Dark Souls 2 hatten und der hat dich gemacht? Weil er einfach nicht mehr genug Support von seiner Community bekommen hat. Der war größer als mein jetziger Lore-Kanal und da dann einfach, wisst ihr, also so kann's gehen. Und wenn man dann was sagt, wie ich, warum greife ich den eigentlich schon wieder an? Bin ich dumm? Vermutlich. Weil sonst hätte ich das jetzt nicht gemacht. Oh. Ha, solange er da auf dem Pfosten ist, kann er mich nicht erreichen. Let's use that bug for our advantage. Ich werde mich gleich wieder um den Chat kümmern. Einen kurzen Augenblick bitte. Ich bin hier gerade dabei, nicht zu sterben. Autsch. Oh, dumme. Steinerne. An was hänge ich denn jetzt schon wieder? Jetzt ist da Geröll im Weg. Ich glaub's ja nicht. Wegen dem Backstein komme ich da nicht weg. Wegen dem scheiß verfluchten Backstein. Ey. Na, muss ich dir in die Achsel kriechen? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ich wage es zu sagen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jawohl. Drop was. Drop was. Drop was. Ich merke schon, also Kate hier ist nicht unter dem besten Stein geboren. Ich merke schon, die hat nicht so wirklich viel Glück. Echt, Marc, das wusste ich gar nicht. Also ich habe es von mir aus gemacht. Ich habe es auch erst im Nachhinein erfahren, dass es momentan noch ein paar andere machen. Das ist jetzt wirklich. Naja, ihr wisst ja, dass ich euch so eigentlich nicht anlüge wegen sowas. Also ich wusste das echt nicht. Das ist einfach was, was mir halt auffällt in letzter Zeit. Man wird nur noch in so eine Schiene gedrückt. Und wenn du mal ein Video außerhalb dieser Schiene machst, das interessiert deine Community nicht großartig. Oder vielleicht glauben viele einfach dann halt, ja, das Liken wird schon andere übernehmen oder so. Also, ja, nein, das geht halt so nicht. Außerdem, die Likes helfen ja auch, wenn ihr jetzt ein Like auf ein Video gebt, was euch jetzt nicht so interessiert. Meinetwegen sagen wir, ihr kommt zu mir wegen Dark Souls 1 Lore. Dark Souls 2 fandet ihr allerdings scheiße, es juckt euch jetzt nicht so. Oder ihr schaut halt mal rein, aber es ist jetzt nicht so euer Ding. Wenn ihr ein Like drauf gebt, dann helft ihr anderen Leuten, die das vielleicht interessiert, die sich aber für Dark Souls 1 nicht interessieren, die Videos dann zu finden. Der Grund ist der, Videos mit viel Likes sind meistens oben bei den Suchergebnissen. Das ist einfach so. Also, so hilft sich die Community quasi untereinander. Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Entschuldigung, verfluchte Scheiße, was habe ich denn im Hals? Ja, sehr guter Spruch. Verfluchte Scheiße. Wie machen wir das denn jetzt am. Wir gehen hier entlang. Der Grund ist der. Ich muss mein Estus auch noch verbessern. Ich gehe lieber hier mal entlang. Ich muss noch aufleveln. Ich muss echt sagen, für einen für Dark Souls 1 Verhältnisse erstellten Charakter schaut die Kate aber eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe schon schlimmere Kackbratzen gesehen. Muss mal ganz ehrlich zugeben. Aber gut. Ach, wisst ihr, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir denn schon mal hier sind. Ich wollte halt einfach mal aufmerksam machen, dass ich sehe es ja auch. Viele meiner Abonnenten zum Beispiel auch. Die schreiben bei mir keinen Kommi. Wobei ich bin jetzt eher nicht der, der wo es sagt. Moment kurz. Ah, das war nix. Ich bin ja jetzt nicht der,
der sagt, ihr müsst einen Kommi schreiben, ihr müsst einen Kommi schreiben, ich brauche das um. Leute, ich weiß das selber. Ich schaue auch viele Videos, aber ich weiß halt einfach nicht, was man da groß schreiben soll. Man schaut halt gerne zu. Und das verstehe ich vollkommen. Also bevor ich jetzt schreibe, schönes Video oder irgend sowas. Ich meine, das ist schon okay, wenn man sowas schreibt. Das ist schon Lob und das ist auch schon gerne gesehen. Aber man muss ja nicht immer schreiben oder hauptsächlich einen Kommi schreiben, dass was geschrieben wurde. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber so ein Like, da fällt mir auf. Viele machen sich gigantisch viel Gedanken drum, die Werbung wegzuklicken. Aber der Like-Button, den zu drücken, das ist dann zu viel. Und da dachte ich mir halt eben, kann ja eigentlich nicht sein, oder? Und wie gesagt, wir hatten eigentlich mal einen... Where have you been? I'm glad to see you're safe. Oh! Wir hatten ja eigentlich mal wirklich einen Walkthrough-Kanal für Souls-Spiele. Und leider gibt's den nicht mehr. Aus eben genannten Gründen. Und das fand ich irgendwie blöd. Und im Nachhinein, ihr seht es ja bei meinem Video, da sind jetzt schon 4 Dislikes dann drauf gewesen. Ja, wenn ich mir im Vergleich dazu amerikanische Videos anschaue, da ist der Hass nicht so groß. Ich weiß nicht, was da manche... Vielleicht gibt es denen was, ich weiß es nicht. Wer ist es? Finden sie sich lustig, behindert im Kopf zu sein? Keine Ahnung. Es ist halt einfach so. Ohne den Grund und so, ihr kennt das. Es ist halt einfach Aufmerksamkeit und so. If ever a man has rubbed me up the wrong way, if he ever comes around again, I swear I'll have his hide. Hey Osa, moin und alles klar bei dir. You again. What is it? Our futures are... Ja, und den Dialog kennen wir schon. Also habe ich einen Frosch im Hals heute. Es ist ja furchtbar. Wenn man ab und zu mal Lordrick besucht, dann hat er frische Dialoge für einen. Ist ganz nett, ist jetzt nicht zwingend notwendig, das ist eben das, wo ich schon drüber geredet habe. Aber immer wieder zum Feuerbannschein extra dafür laufen, das werde ich jetzt nicht machen. Das lohnt sich einfach nicht, weil dazu... Ja, es ist halt für Lore interessant, aber... Das mache ich ja eh schon noch mit, also da muss ich ja nicht im Feuerbannschein immer wieder dahin laufen. Weil das sind teils die Wege wirklich ein bisschen arsch. Stell dir mal vor, wir sind jetzt in den Tiefen. Also da sind wir dann später noch. Und ich muss da immer wieder... Ah. Ja, ich bin auch nicht der Geduldigste. Und ich muss da immer wieder zurücklaufen. Da habt ihr auch keinen Bock drauf. Das freut mich, Osa, das freut mich. Und das wäre es eigentlich nicht wert. Er erzählt einen halt was ein bisschen über die Charaktere. Sag mal, du dummer Haufen Scheiße, würdest du mal bitte sterben? Dankeschön. Er erzählt einem halt dann auch noch was über... wie heißt der? Der Digi-Kleriker da, Petrus, also von Astora. Und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant, aber... Die Laufwege sind es teilweise nicht wert. Er sagt eigentlich Sachen, die wo man im späteren Spielverlauf ohnehin irgendwie mitbekommt. So. Wir sind übrigens gerade auf dem Weg in die Unterstadt. Ich werde sagen, wenn wir diesen kleinen Umweg hier jetzt nehmen. Ich hätte auch vorhin einfach umkehren können, aber dann respawnt der Drache und es ist eine Hölle, da wieder durch die Brücke durchzukommen. Also, ja... Ja, nein. Ne? Warte, ich kann es einmal zeigen. Ey, sag mal, was bin ich denn jetzt gerade hängen geblieben? Ich habe doch genau gesehen, mein Charakter ist gelaufen. Das habe ich gesehen. Spiel, willst du mich mobben? Ja, das stimmt allerdings. Also, wie gesagt, die deutsche Community, ich sage jetzt nicht meine Community, sondern es ist allgemein die deutsche Community, ist echt Arschloch. Und drum meinte ich ja, ich denke drüber nach. Ich mache jetzt wirklich... Ah, seht ihr, das meinte ich. Jetzt ist er wieder da. Die ist echt schlimm. Sie ist echt schlimm. Wir haben lauter so kleine, lustige Trolle, die sich halt lustig finden und gerne den Kanal kaputt machen. Nur ist danach das Geheule groß. Wenn dann, wie gesagt, Kanäle einfach dicht machen. Wie gesagt, wir hatten einen genialen Walkthrough-Kanal.
super sympathischer Kerl. Hat einfach deswegen dich gemacht. Weil seine Community halt, gut, die hat ihn unterstützt, das stimmt schon, aber wenn man halt einfach zu faul wird und dann hat man auch noch so Trolle im Genick und so weiter. Uiuiui. Das ist nicht so toll. So, wie war das hier an der Kante laufen? Mal kurz hier drehen. Ich weiß auch nicht, was es genau triggert. Ich glaube hier irgendwie das nicht. Also ihr dürft euch auf jeden Fall nicht sehen lassen. Der Trick ist, glaube ich, irgendwie, man muss eine bestimmte Kante hier berühren. Moment, so. Und man muss immer laufen. Und irgendwann kommt normal der Drache mal runter. Normalerweise. Vorführeffekt, ihr kennt das? Dann tut es genau jetzt nicht. Warum ich das jetzt mache? Ich möchte eigentlich nur da unten hin. Zum Leuchtfeuer. Genau. Nein, das war falsch. Du Asselkopf. Ja. Dann ist er nämlich weg, dann könnte ich in aller Ruhe gechillt runterlaufen. Solange der nämlich da sitzt. Ja, jetzt tut das, ne? Jetzt tut das. Ach, er ist ein Arschloch. Er ist auch ein Arschloch, oder? Schaut's doch an, jetzt kommt er runtergelaufen. Und blöd, Mann, ey. Ganz genau, Marc. Ganz genau. War einer der vielen Gründe, leider. Ich versuche ja auch einigermaßen den Stil von ihm nicht zu kopieren oder zu übernehmen, weil ich fand das super angenehm. Da hat er super ruhig rübergebracht. Und es ist halt schade drum. Und das war jetzt keine Aufforderung auf gebt mir Likes oder ich höre auf, sondern es war allgemein ein Aufruf, gebt halt den kleinen Kanälen Likes. Was mir halt aufgefallen ist, ich sehe es ja selber bei manch größeren Kanälen, das hieß dann Kommis von Leuten und Likes von Leuten, die bei dir auch schauen. Bei größeren Kanälen vor allem. Also will ich welche, die 10.000 Abos haben oder irgendwas, dann denke ich mir, schreibt halt bei kleineren Kanälen. Die antworten euch doch wenigstens sogar. Na. Geh doch. Seht ihr, ich blick da Mama nicht so ganz durch. Ich blick da nicht so ganz durch. Manchmal hat der Drache, glaube ich, seine Tage. So, und jetzt setzen wir uns hier hin. Wir sind mal wieder eine ultra sexy Hülle. Und wir bleiben eine ultra sexy Hülle. Autsch. Es ist mir egal. Es ist mir sowas von egal. Ihr seid mir alle sowas von egal. Autsch. Autsch. Ja, wir können jetzt in der Hülle bleiben, weil da unten kann man eh keinen rufen und mein Gott, da kommt jetzt auch nicht drauf an. So, Untoten, bla bla, irgendwas, naja, Unterstadtschlüssel halt, wird schon passen, keine Ahnung. Und ich habe ja auch gemeint, genau Nara, ich habe ja jetzt nicht gejammert, sondern das wird einem immer gleich vorgeschmissen, man jammert ja. Aber man darf auf Probleme nicht aufmerksam machen. Das ist ja das große, das Unding dran. Wenn du wirklich jetzt sagst, ey Leute, jetzt mach doch mal was, dann heißt es immer gleich, du jammerst. Jammern ist, wenn du wirklich den Leuten an die Schuld zusprichst. Hier so, ihr müsst jetzt machen, ihr müsst jetzt unbedingt, sonst ist aus. Also will ich Messer auf die Brust setzen. Das habe ich in meinem Video nicht gemacht. Ich habe nur darauf hingewiesen, Leute, unterstützt doch mal die kleinen Kanäle. Gebt doch denen mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil für was habt ihr denn so kleine abonniert? Die müssen doch was gehabt haben, das wo euch auch interessiert hat. So wollte ich das sagen. Also nicht hier, ich höre jetzt sonst auf und ja, übrigens das, ne, Magier, man sieht's ja. Ja, wie konnte das bloß geschehen? Ich würde mal sagen, blöder Zufall, ne? Machen wir mal auf. So. Hallo, was haben wir denn hier? Genau, Zauberer mit Beschleuniger. Also Zauberer-Set mit Beschleuniger. You opened the door for me. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance.
Thanks to you, I may now resume my travels. Mach da mal weg, genau. Moinsen, Micha, ey, alles klar bei dir. Und ja, das stimmt allerdings, Nada. Ich werde gleich weiterreden. Kritik ist richtig. Man darf jetzt nicht aufmerksam auf was machen, weil sonst ist es gleich Kritik und du forderst ja dann was. Videos sind ja umsonst schon das Einzige. Ich meine, wenn ich doch meinen kleinen Kanal unterstützen will, wo ich schaue, dann gebe ich ein Like auf die Videos. Und wie gesagt, es hilft ja auch anderen, den Kanal dann zu finden. Wenn der größer wird, weiß ich ja nicht, was aus dem wird. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Warum, Micha? Wann passiert bei DS3? Übrigens ein großes Dankeschön an den Micha, der hat mich nämlich Dark Souls 3 spielen lassen. Dafür bin ich äußerst dankbar. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt wirklich auf das Spiel. Und eventuell könnte es noch auf Platz 1 vorrutschen auf die Spiele im ersten Halbjahr. Haben wir es dann? Ich glaube ja. Ich glaube ja, unser Zauberer hier aus Winheim, ich habe zudem noch nicht mal eine Lore gemacht, weil er nicht so wichtig ist. Ich weiß nicht mal seinen Namen, ich weiß Grix? Ich glaube schon, Grix aus Winheim ist das, oder? Ich weiß gar nicht. Es gibt ja zwei, es gibt auch den Magieschmied unten. Egal, ich denke, das ist Grix, genau. Ich glaube, du hast dich sogar gerade vorgestellt, aber ich habe gerade nicht aufgepasst, weil ich habe in der Zeit meinen Chat gelesen. Doppelmenschlichkeit, yay! Das Problem hatte ich allerdings auch, Osa. Ich habe alles immer auf Verdacht geklickt, weil Japanisch ist ein bisschen, sagen wir, suboptimal. DS3, muss ich sagen, macht schon Spaß, aber wenn man nichts lesen kann, da geht echt viel flöten. Viel flöten, weil man weiß ja nicht mal, wie die Waffe jetzt heißt. Scheißköter. Ja. Ihr merkt schon, die Waffe ist jetzt nicht so. Muss ich beidhändig nehmen. Dann trinkt er auch nur einfach Estus. Ich glaub's ja nicht hier. Ich glaube, ich gehe los. Ja, Micha, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das ist eine Arschlochstelle, genau. Nee, aber ich wollte jetzt einfach nur mal drauf zu sprechen kommen. Also nicht, dass man jetzt denkt, jetzt hat er gejammert, jetzt geben wir ihm Likes und dann ist alles wieder gut. Nee, so nicht. Ich finde halt einfach die allgemeine Mentalität bei größeren Kanälen, da denkt man immer, da gebe ich jetzt automatisch ein Like drauf. Da muss ich jetzt auffallen. Nur, dass man da ohnehin so gut wie nie beachtet wird, weil da ist man nur ein kleines Zahnrädchen im großen Getriebe. Die interessiert das Große nicht. Aber bei kleineren, da wo du wirklich noch beachtet wirst, da wo du wirklich angeschrieben wirst, wenn es eine Frage ist, wenn es einen Kommi gibt, die unterhalten sich mit euch, unterstützt eure kleinen Kommis mehr, weil sonst driftet das alles gar nur noch in Mainstream und das wäre schade, also. Ja, und da wären wir. Autsch. 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 Wollte ich schon gerade sagen, war aber nix. Böser Hund. Böser toter Hund. So. Jetzt müssen wir einfach warten, bis sich Ihre Majestät hier hochbequemt. Ihre Majestät ist Gott sei Dank nicht weniger dumm wie wir.
Ich schaff das einfach nicht hier, diesen Pen. Ach komm. Ich spiel, ich möchte was sehen. Autsch, Gott verflucht. Au. Immerhin schon mal etwas mehr Lebensenergie. Das wird eine knappe Sache heute, ich sehe schon. Gut, dann komm mal mit her. Komm mal mit her. Na komm her. Komm her, ja, ei fein. Brave Ziege. Nur? Also der einfache Weg wäre jetzt... Und dann wird man noch von ihm getroffen. Autsch. Der einfache Weg wäre jetzt eigentlich der hier. Hier hoch. Hier hinstellen. In der Zeit kann ich mir hier mal Menschlichkeit gönnen. Volle Lebensenergie ist volle Lebensenergie. Wenn er da ist... Plunging Attack. Seht ihr das? Wie dreist das Spiel gerade die Ziege überleben lassen wollte? Ah. Ja, schon ein bisschen erschreckend, nicht wahr? Erschreckend. Na ja, gut, jetzt muss ich mal kurz in den Chat schauen. Genau, übrigens, das Embargo wurde erhöht von Dark Souls 3. Das war ja eigentlich der 4. April, also sprich morgen, hätte das Embargo fallen sollen. Das tat es jedoch nicht, denn Bandai Namco hat anscheinend nach, ich habe dann einen Artikel gelesen, nach zig hunderttausend Morddrohungen und beleidigten Fans und allem, haben sie das Embargo auf 11. erhöht. Also sprich, es darf offiziell eigentlich erst Sachen bis zu einem bestimmten Punkt gezeigt werden. Und ab 12. darf dann über diesen Punkt hinaus Sachen gezeigt, also in Videos gezeigt werden. Ja. Das war übrigens gerade die Ziege. Nicht meine beste Leistung, aber ich bin auch kein großer Fan davon. Außerdem, wir haben ja nur ein Astora-Schwert. Hätte ich am Anfang den Pyromant als Stadtklasse genommen, hätten wir uns vielleicht ein bisschen einfacher getan. So, bei der will ich eigentlich jetzt nicht sonderlich groß was kaufen. Na, wobei... Ja, ach Gott. Kaufen wir einfach mal ein paar Giftpfeile, weil die sind immer gut. Und ganz wichtig hier halt dann eben den Shortcut aufmachen. Ja, ich muss sagen, zu Dark Souls 3 hätte ich ganz ehrlich als Deutscher, wenn ich weiß, dass da ohnehin immer die Stimmung bei Dark Souls bei dem Thema angespannt ist, ich hätte einfach nichts hochgeladen, ganz ehrlich. Das ist das Schlauste, was du machen kannst. Du frisst doch eh nur Hate, weil es ist ein Spiel, das ist ein Blockbuster, auf den viele einfach warten. Ganz einfach. Das Ganze dann auch nur 3 Wochen vorher woanders zu veröffentlichen, das macht die Sache nicht besser. Das haben sie jetzt gesehen, dass da genug Verrückte dabei sind, die dann sogar mit Morddrohungen kommen. Das ist eine dumme Idee. Hat Bandai Namco vielleicht was gelernt dabei? Vielleicht. Oder sie dachten sich, oh scheiß drauf, das macht jetzt nur irgendwie die Leute noch geiler drauf. Ich muss sagen, ich hatte jetzt mittlerweile wirklich so Phasen, wo ich mir dachte, mein Gott, dann soll es halt gar nicht mehr erscheinen. Ich freue mich jetzt drauf, aber es ist nicht so, dass ich sage, wenn jetzt nur der 12. wäre, wenn jetzt nur für der 12. wäre, wenn jetzt nur der 12. wäre. Nein, nein. Ernsthaft, nein. Das Ding ist dann da, wenn es da ist und fertig. Da ist er jetzt, unser Oberhäuptling.
Oh, wir können sogar was von ihm lernen. Wir haben eine Intelligenz von 12, also wir sind nicht ganz doof. Das ist auch schön. Jo, einen guten Osa, einen guten Aufsteigen. Was brauchen wir denn, Jungs? Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Zauberei-Slot. Haben wir einen? Das ist gut, das ist ausreichend. Stärke. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Gestick. Und wir gehen in Intelligenz einen nach oben. Oder warte mal, wir machen hier erstmal Vitalität. Vitalität ist wichtig, wir brauchen Lebensenergie. Genau. Ganz genau, Micha, so sehe ich das auch. Ich verstehe es nicht, weil gut, sie sagen ja, hier, ja, komm, wir werden mal wieder enthüllert quasi. Sie sagen ja quasi, sie wollten sie in Japan irgendwie testen, dass dann alles rund läuft und bla blub. Ja, okay. 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 Lassen wir mal so stehen. Okay, sage ich nichts. Außerdem, das war bei Dark Souls 1 damals schon so. Das sei nichts. Ist das Herkunftsland? Meinetwegen. Ich verstand auch den Punkt, wo sie sagen, ja, wir wollten halt die Quartalszahlen mitnehmen und sie wollen ja gute Quartalszahlen, also Verkaufszahlen, mit aus dem Verkaufsjahr nehmen, weil bei denen läuft das ein bisschen anders. Wenn dann aber jetzt Deutsche hier das Spiel auch 3 Wochen eher haben und das ist lokalisiert, dann denkst du dir natürlich, Leute, Bandai Namco verarscht uns aber gerade ganz schön. Das sind halt so Gedanken, weil die brauchen nicht denken, hier, die Leute sind dumm. Oder die merken das nicht. Nee, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Ja, genau. Und dann, ich habe noch Sachen gelesen, irgendwie um den Multiplayer zu optimieren und bla. Was ich mitbekommen habe, ganz ehrlich, war doch die meiste Zeit ohnehin der Server down. Ich glaube, da war doch teilweise am Tag vielleicht mal 5 Stunden online. Und ernsthaft, auf die 5 Stunden ist dann auch geschissen. Und wenn das ohnehin so kommt, wie ich gelesen habe, wie sie den Multiplayer-Plan jetzt bringen so wollen, das ist jetzt nicht, dass es so ist, das muss ich gleich mal sagen, sondern sie gedenken ja, dass den Multiplayer als Invasierender, also als böses Phantom. Die Tür geht übrigens entgegengesetzt der Scharniere auf. Schaut mal, wir haben gerade an der Seite aufgemacht, wo die Scharniere eigentlich sein sollten. Na, egal. Interessiert eh keinen. Gedenken Sie, dass du nur Leute invasieren kannst, die helfende Phantome dabei haben. Also heißt, du kannst nur noch Leute invaden, wo mehr als ein Spieler, also mehr als der Host ist. Das ist ja dann quasi Gänken auf Ansage. Oder? Verstehe ich das falsch? Also das heißt ja irgendwie so, du kommst nur bei, also was heißt Gänken? Gänken ist das falsche Wort, sondern du kommst nur wo rein, wo du schon mal grundsätzlich als Phantom im Nachteil bist. Das finde ich kacke. Ach. Warum sagt keiner was? Ohne Pfeile ist schlecht, gell? Nehmen wir mal die Federpfeile. Weil meine Giftpfeile, die will ich bei denen nicht vergeuden. So, hallo. Hallo. Das sind übrigens Frauen. Wusstet ihr das? Das wusste ich auch nicht. Das ist interessant. Das ist verstörend. Also, das ist doch ganz ehrlich. Dann scheiße ich auf den Multiplayer. Dann muss ich ganz ehrlich sagen. So dumm wie es klingt, sollte es wirklich so kommen, dass ich als rotes Phantom keinen Host invasieren kann, der alleine spielt. Ich meine, es gibt doch nichts Faireres, teilweise wie einen Kampf gegen einen Host, wo du vielleicht einen ebenbürtigen Gegner hast und dann verlierst oder gewinnst. Das ist ja jetzt nicht schlimm oder schlecht. Wenn ich aber als Phantom schon mal weiß, dass ich da invasieren kann, und zwar nur bei Leuten, die wo mindestens 1, 2 Freunde dabei haben. Ja, geil. Ja, scheiße, ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war Gameplay technisch wirklich Dark Souls 2 das beste Souls-Spiel. Ausbalanciert, bester Multiplayer-Modus, wenn es so bleibt. Dann haben sie
In meinen Augen, Dark Souls 3 jetzt schon mal vom Multiplayer-Modus her verpfuscht. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam, weil der Multiplayer, der war doch in Dark Souls 2 beliebt. Kann man sagen, was man will. Er lief wenigstens gut, größtenteils. Ich weiß, es gab da auch Probleme. Der Hund ist zäh, ne? Der Hund ist zäh und ich treffe ihn nicht. Hallo, Hund? Ich möchte den Hund weghaben. Kann er mal aufhören? Kann er mal... Ist das eine ostsibirische Springdogge? Ich werde jetzt draufgehen. Wegen diesem Scheißköder, echt. Ich sehe es noch kommen. Ja. Na, was ist denn? Greif mal an. Na, schau. Sogar die Digitula checkt's. Nein, um dich kümmere ich mich gleich. Ich muss jetzt erstmal einen Springhund töten. So, jetzt zu dir. Hallo. Seht ihr? Und es heißt zwar, ja, Backstep-Fischen ist cheap und so, aber ich meine, ich mache da einfach mehr Damage mit. Ich wäre ja dumm, wenn ich es nicht ausnutzen würde. Genau. Wollte schon gerade sagen, scheiße, war da Nebel? Ich spiele im Offline-Modus, kann da gar nicht sein. ja, also, das sind also Dinge, wo ich mir denke... Autsch. Autsch! Ach, das war ein Crab-Angriff. Okay. Habe ich das erste Mal gesehen? Nice. Gut, hab's auch Damage gemacht, aber scheißegal. Auf die alten Dark Souls 1 Tage noch was gelernt. Ist auch schön. und ein Sack. Ja, also muss sagen, dann muss ich, will ich gestehen. Ja, da hinten im Eck. Da rollen wir einfach drauf und da ist er frei. Nicht angreifen, wenn ihr ihm Schaden macht, kann es sein, dass er stirbt oder er wird böse auf euch. Jo, kein Ding. Das ist übrigens Laurentius. Ja, da. Laurentius aus dem großen Sumpf. Das ist schön. Laurentius geht jetzt auf jeden Fall zum Feuerbandschrein zurück. Und da können wir dann Pyromantien und eine Pyromantie-Flamme von ihm bekommen. Das finde ich cool. Und das werde ich dann auch bei der nächstbesten Gelegenheit machen. Ich habe halt immer gern noch so einen Plan B in der Rückhand. Oh Gott, noch mehr ostsibirische Springdoggen. Okay. Na? Ja, ich muss sagen, das Astora-Schwert ist nicht mehr so optimal. Muss ich mal bei Gelegenheit schauen, dass wir nicht was Besseres bekommen. Habe ich ja eigentlich sogar theoretisch. Habe ich ja eigentlich. Das Claymore plus 4, aber es. Ja, machen wir halt 85 und dann machen wir. Ja, dann machen wir ein bisschen mehr. Dann machen wir. Ungefähr 12 Damage mehr. Hm. Ach, wisst ihr was? Wir haben es abgegradet. Dann werden wir das jetzt auch mal benutzen. Ich meine, es macht halt nur physischen, aber das ist ja egal. So. Ich glaube, ich habe oben gerade eben was vergessen. Richtig? Richtig. Ja, naja, wir kommen hier nochmal hoch. Ist nicht so schlimm. Nicht tragisch. Und dann passiert so etwas. Da wird einem dann einfach mal ganz dreist die Plunging Attack Animation verweigert. Und jetzt kann es passieren, dass wir beim Herrn Rattengesicht jetzt draufgehen. Kann sein, muss es aber nicht. So.
Jetzt gehen wir auf jeden Fall erst einmal hier entlang. Hier halten wir uns dann links. Die Ratte muss weg. Hier sehe ich den Arsch der nächsten Ratte. Ist ja einfach umgefallen. War das hier? Ich bin mir gerade gar nicht mal mehr so sicher. Ja, genau hier. Dann schauen wir hier mal. Autsch. Man muss hier nämlich furchtbar aufpassen. Hab das jetzt gerade gesehen. Und zwar springen wir jetzt hier drüber. Dann gehen wir hier hoch. Hier entlang. Und dann jetzt nochmal rechts rum. Dann haben wir hier Nebel. Da sind wir jetzt quasi oben. Genau. Die Sache ist nämlich die, hier ist ein Zauberer, der die Ratten buffen kann. Dann sind sie stärker, machen mehr Damage und ihre Zahl gerade eben, würden die uns locker wegputzen. Das wollen wir natürlich nicht. Hier ist der Zauberer. Wir versuchen jetzt erstmal so viele Ratten wie möglich anzulocken. Und die zu beseitigen. Und jetzt kümmern wir uns in aller Ruhe um den Zauberer. So, der respawnt nämlich nicht mehr. Der könnte uns später noch ziemlich unangenehm im Bosskampf dann da unten werden. Wird er jetzt ja nicht mehr. Hier übrigens laufen wir links an den Kisten hin. Dann nehmen wir keinen unnötigen Damage. Ist auch gut. Da dürfte eigentlich nichts drin sein, ne? Hier haben wir noch eine große Scheibe. Oh, das ist schön. Und die eine Ratte hat uns Menschlichkeit gedroppt, wie ich gerade sehe. Und da ist noch eine Ratte. Die wir ganz relaxed mit dem Sprungangriff auslocken. Ja, also wie gesagt, Dark Souls 3 wird schon geil. Sollte es allerdings so stimmen, was sie mit dem Multiplayer vorhaben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, warum, was ist dran so schwer, dass man nicht einfach ein Konzept, was schon gut funktioniert hat, noch ein bisschen ausbaut und muss es gleich wieder so vermurksen. Ich meine, es hat doch keiner wirklich Bock drauf zu invasieren, wo du weißt, du bist schon mal im 1- bis 2-fachen Nachteil. Das ist doch Mist. Ach, scheiße. Glücklicherweise haben wir das Siegler-Set an. Das Siegler-Set, für die, die es nicht wissen, hat eine der höchsten Fluchresistenzen mit. Deswegen geben wir denen ihr Atem ziemlich am Innern vorbei. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass wir fluchimmun sind. Also ich sollte jetzt nicht zwingend dauernd in ihrer Spucke dastehen. Ring des bösen Auges. Ach, warte mal, wir haben doch... Ah, die lassen wir mal dran, die Ringe, die passen schon. Ja, also, es ist halt momentan... Ich hoffe, dass es nicht stimmt und ich hoffe, dass sie noch was dann ändern, weil Zeit haben sie ja immer noch. Und ich hoffe, dass es nicht so stimmt, was man drüber gehört hat. Dann wäre ich zufrieden. Ansonsten... Naja, was willst du machen? Ich meine, Bloodborne hat... Leider etwas zu spät dann ja auch. Was macht die Echse denn hier? Ich wusste gar nicht, dass sie in der Echse hin kann. Ah, Auge des Todes, sehr schön. Ich habe eine Echse am Bein hängen. So. Von da kamen wir. Und. Ja, das stimmt allerdings. Und so wie der Nara sagt, wenn du gerufen wirst, dann wäre es fair. Aber du willst ja nicht unbedingt zwingend immer zu einem richtigen Duellpartner gerufen werden, sondern du willst ja auch einfach mal random invasieren. Man will ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Was ich erfahren habe, ist, dass das System mit Blue Sentinels und so weiter
auch übernommen wurde. Also heißt, wenn du in einem bestimmten Eid bist, bekommst du Hilfepartner dazu, wie schon in Dark Souls 2. Und das soll diesmal richtig reibungslos funktionieren. Also heißt, selbst wenn du jemanden invasierst, der alleine wäre und er ist in dem Eid, dann ist mit Sicherheit eine Minute später noch einen Blauen am Arsch hängen. Und das ist natürlich dann schon wieder scheiße. Genau wie diese Ratte. Die ist auch scheiße. Ausgerechnet jetzt kommt Kirk. Nicht der von der Enterprise, sondern der andere. Der da. Der hässliche Kirk. Hat er gerade einen Schildbash gemacht? Schaut doch mal an, wie viel Poise der hat. Der frisst einfach mal so einen schweren Angriff von mir. Und backstabben darf ich ihn anscheinend auch heute nicht mehr. Sind wir tot. Ja, danke Spiel. Ich durfte ja nicht backstabben. Ihr habt es ja gesehen. Hat er lieber normale Angriffe gemacht. Der einzige Vorteil gerade eben. Wir werden jetzt wieder beim Feuerbahnschrein starten. Hier werde ich allerdings Folge 1 für YouTube beenden. Es geht also gleich auf Twitch weiter. Ich werde euch gleich im Chat mal sagen, wann es weitergeht. Für euch auf YouTube würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Dark Souls 1. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.